Hallo und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars All Public. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten. Wir sollen uns am Konferenztisch melden, denn wir haben in der letzten Folge haben wir Revan zu Fall gebracht. Aber der Imperator ist zurück. Und jetzt werden wir mal hören, wie es weitergeht. Alle stehen brav am Tisch und warten auf Meister Quasil. Eure Taten sind verwirrend, gelinde gesagt. Ich mag es nicht, im Dunkeln gelassen zu werden. Teilt der Oberbefehlshaber eure Bedenken, Kanzlerin? Nein, aber das ist wohl kaum... Wir beide kämpfen schon sehr lange in diesem Krieg. Wir wissen, was wir tun. Und wir schätzen es wirklich sehr, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt. Und ich würde es schätzen, darüber informiert zu werden, wenn die Flotte wieder in Position ist. Saresch Ende. Es liegt wohl in der Familie, nicht auf den Chef zu hören. Wie sehen unsere weiteren Pläne aus? Jetzt heißt es wohl wieder, sich zu fügen. Zumindest für eine Weile. Unsere Truppen bereiten sich auf den Start vor. Ich kümmere mich darum, dass unsere dasselbe tun. Es ist seltsam. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird alles anders sein. Nehmt es nicht persönlich, aber ich hoffe, dass ihr mich nie wiedersehen werdet. Hoffentlich werde ich das doch. Ich bin froh, dass wir unsere Differenzen beilegen konnten und so vieles erreicht haben. Es war eine wichtige Erfahrung. Ihr müsst nicht dorthin zurückkehren, Lana. Ihr seid anders als sie. Ich weiß die Einladung zu schätzen, aber das Imperium ist mein Zuhause. Bis zum nächsten Mal. Das war alles ziemlich aufregend, oder? Revan ist vernichtet, die Verschwörung zerschlagen. Ich habe sogar meinen Job zurückbekommen. Ein Wunder nach dem anderen. Nachdem der Imperator zurückgekehrt ist, kann ich mir vorstellen, dass die Dinge jetzt noch interessanter werden. Da wette ich drauf. Na los, sehen wir lieber mal nach den Bossen. Die Imperialen lassen eine kleine Einheit Freiwilliger zurück, um auf zukünftige Aktivitäten der Revanita oder des Imperators zu achten. Wir werden dasselbe tun. Jakaro und ich haben mehrere lukrative Angebote von Kontakten auf Rishi erhalten. Nichts, wegen dem sie sich Gedanken machen sollten. Aber ich darf sagen, dass wir die Zeit mit ihnen genossen haben. Es würde uns freuen, wenn sie wieder einmal unsere Dienste in Anspruch nehmen. Na, ich will hoffen, dass ihr dort mehr Erfolg habt als auf Manaan. Passt auf euch auf. Leben Sie wohl! Wir haben noch einiges zu besprechen. Eure Rolle bei der Aufdeckung der Revanita-Verschwörung ist nur ein weiterer Beweis eurer außergewöhnlichen Fähigkeiten und starken Verbindung zur Macht. Darüber hinaus habt ihr gegen die Kinder des Imperators gekämpft und triumphiert, wo so viele andere gescheitert sind. Der Orden muss vor dem Einfluss des Imperators auf der Hut bleiben und die wahre Quelle seiner Stärke herausfinden, damit wir effektiver gegen ihn vorgehen können. Der Rat ist stolz darauf, dass wir den vollkommenen Jedi haben, um uns dabei anzuführen. Glückwunsch, Barsentor. Ihr werdet das Licht sein, das uns durch die bevorstehende Dunkelheit führt. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich fühle mich geehrt, dass ihr euer Vertrauen in mich setzt. In den Kämpfen, die uns bevorstehen, wird Wissen unsere mächtigste Waffe sein. Wir versuchen zu berechnen, wohin der Imperator geflohen ist. Aber wir wissen nicht genug über seine Fähigkeiten, um sicher sein zu können. Während wir den Einsatztrupp vorbereiten, brauchen wir euch da draußen. Handelt auf eigene Faust und folgt jeder Spur, die ihr finden könnt. Und vergesst nicht, dass die Bedrohung durch das Imperium weiterhin besteht. Sie werden nicht zögern, diese Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen. Bis der Imperator endgültig vernichtet ist, bleibt die gesamte Galaxis in Gefahr. Wir müssen bereit sein.
Sturmtech-Klinge? Nee. Doppellichtschwert ist auch nicht meins. Blöde Klinge. What the fuck? Warum ist hier kein Lichtschwert dabei? Lichtschwertlanze. Blasterpistole. Blastergewehr. Blastergewehr. Und eine blöde Klinge. Nehme ich die halt. Drauf geschissen. Hauptsache, was genommen. So. Missionskonsole des Schiffes. Hier sind wir fertig. Also ab zum Schiff. Da. Eigenes Raumschiff. Und wir sehen uns gleich auf dem Schiff. So. Hier sind wir auf dem Schiff. Und ab zur Missionskonsole. Schreckenskrieg. Intermezzo Kapitel 4. Ah, okay. Ich würde sagen, ich lasse hier mal Oricon aus. Weil ich habe schon mit dem Sith-Krieger gespielt und ja, ganz abschließend kann ich es eh nicht, da das ja mit den Schreckenmeistern und sowas am Schluss kommt ja da noch eine Operation und ja, ganz abschließend kann ich es eh nicht. Von daher starten wir dann direkt mit Kapitel 5, Aufstieg des Imperators und los geht's. Wiederhole. Republikanischer Codename Aurek Nen. Hey, endlich! Teron, ist alles in Ordnung? Nicht wirklich, Barsentor. Ich bin in imperialem Raum über Siost. Ich wollte heimlich landen und meinem Bodenteam helfen, aber ich habe die falschen Freigabecodes benutzt und meine Schilde halten nicht mehr lange durch. Bringt euch erstmal in Sicherheit. Dann können wir reden. Nein, ihr müsst hören, was ich zu sagen habe. Ich habe Berichte erhalten. Durchgedrehte Soldaten, Sklaven und Zivilisten, die unter Beschuss stehen. Ich hatte eine Vermutung, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe ein verdecktes Team losgeschickt, um der Sache nachzugehen. Aber es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube, er ist es, der Imperator. Ich bin da so schnell ich kann. Haltet durch, Teron. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich schicke euch die richtigen Freigabecodes und die Koordinaten um meinen... Bin getroffen. Werde versuchen, dieses Ding zu landen. Sucht nicht nach mir. Ich bin... Teron! Teron, meldet euch! Okay, da wären wir jetzt auf Ziost. Oder noch nicht. Wir sind auf dem Dingensbummens da drüber. So. Taxifähre. Ja, super. Bringt mir ganz viel. So. Da sind schon Bekloppte.
Ihr sagt, sie hätten eure ganze Klasse getötet. Unsere eigenen Leute? Ich dachte, es wäre eine Art Aufnahmeritual. Ich mag sie erst nicht. Um uns Angst zu machen. Aber dann haben sie alle ihre Waffen auf uns gerichtet und morgen... Oh, holy fuck, ey. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich hatte euer Eintreffen vorausgesehen, konnte es aber nicht glauben. Warum auch, nachdem ihr meine Wiedergeburt auf dem Yavin-Mond miterlebt hattet? Warum solltet ihr erneut dem Tod ins Angesicht blicken wollen? Ihr seid alles andere als dumm, dessen bin ich mir sicher. Vielleicht ein wenig zu ehrgeizig, aber wie auch immer... Ich hoffe wirklich, dass die Zeit auf Siost aufschlussreich für euch sein wird. Ihr werdet Zeuge des Untergangs einer ganzen Welt, falls ihr lange genug überlebt. Oh Mann, ey. Wo ist denn der? Boah, jetzt seid nicht der so oben, ey. Ab, Affe, ey. Oh. Ah, der dürfte aber jetzt eigentlich ziemlich flott down sein. Weg. Ich kann endlich. Noch mehr von euch? Ich sollte mich wohl geschmeichelt fühlen. Ihr Vorhang hat sich verheddert. Ach, jetzt nicht mehr. Okay. Dann haben mich meine Sinne also doch nicht getrogen. Ihr seid es wirklich. Lana Beniko. Ihr gehört hier nicht hin, Jedi. Ihr hättet nicht kommen sollen. Die Leute brauchen Hilfe. Und ich könnte euch dabei unterstützen. Nun, da irrt ihr euch sicher nicht. Wie ihr seht, gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Dieser Jedi, der nicht bei klarem Verstand war, er gehörte zum sechsten Prinzip. Das sechste Prinzip? Nie davon gehört. Das ist ein Team von Jedi-Kommandos, das insgeheim für den SID arbeitet. Sie folgen ihrem eigenen Zusatz zum Kodex der Jedi, daher auch der Name. Es gibt keine Überlegungen, nur Pflicht. Toller Standpunkt, solange sie auf eurer Seite stehen. Entschuldigt bitte die Störung. Ich habe einen Suchdroiden zu der abgestürzten Fähre geschickt, Ministerin Beniko. Sie ist leer. Agent Kovac, das ist der ehemalige Verbündete, den ich erwähnt hatte. Im Moment wollen wir alle dasselbe erreichen, also würde ich vorschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Er hat euch Ministerin genannt. Ja, das hat er. Wir wissen, dass Teron Shan in der Fähre war. Und wir wissen auch, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass das sechste Prinzip auf Siost ist. Bis jetzt hat Teron nur dafür gesorgt, dass unsere Probleme noch größer werden. Hoffentlich bleibt es nicht weiterhin so. Teron ist hier, um den Imperator aufzuhalten. Genau wie ich. Vishiet ist nicht unser Imperator. Nicht mehr. Wie ihr selbst gesehen habt, ergreift Vishiet von immer mehr Soldaten und Sith-Besitz. Sein Ziel ist immer noch die Vergrößerung seiner Macht. Agent,
Die dunkle Seite ist stark auf Siost. Mit den Ressourcen des Außenpostens kann der ehemalige Imperator die Schutzlosen hinschlachten, um sich selbst zu stärken. Je mächtiger er wird, desto mehr Leute kann er kontrollieren. Er wird weiter töten, bis nichts mehr übrig ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich werde überall gebraucht. Und zwar gleichzeitig. Ich habe mich sowieso schon zu lange aufhalten lassen. Agent Kovac hat einen Plan, der helfen sollte, das Blutvergießen einzudämmen. Agent? Nach den Ereignissen von Yavin wurde ich hierher geschickt, um den Sith-Geheimdienst zu infiltrieren. Ich arbeite für Teron Shan. Es war geplant, dass wir uns hier treffen. Wenn ihr wisst, wo er steckt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es mir zu verraten. Ich konnte ihn nicht erreichen. Schon seit dem Absturz nicht mehr. Aber es ist wohl besser, jetzt nicht darüber nachzudenken. Die Waffenkammer des Außenpostens ist im Moment völlig ungeschützt. Jeder kann dort rein. Wir müssen sie abriegeln. Dann zeigt mir den Weg. Bin schon dabei. Macht Lords, macht Heilers. Zack. Okidoki. Das ist richtig ungewohnt, hier so die andere Seite zu spielen. Erstmal so ein paar imperiale Bürger befreien, zack. Schon okay. Was, verarschen? Das hat immer geklappt, ja, geht doch. Na, das überlebst du nicht. Bang. So, jetzt schnell hier rein. Es ist richtig, richtig ungewohnt, hier komplett auf der anderen Seite zu sein. Wow. Alles ist gut. Da. Ah, okay. Oh, der hält schon ein bisschen mehr aus. Ah, da ist er auch weg. Der Kovac. So, du Arschi, jetzt mach. Ihr habt da draußen wirklich den Weg freigemacht. Das ist gut. Aber auch schlecht. Mit jeder seiner Marionetten, die getötet wird, wird Vishiet ein bisschen stärker. Nicht so sehr, wie wenn sie selbst töten. Aber trotzdem. Behauptet zumindest Ministerin Beniko. Wir müssen sie also aufhalten, ohne sie zu töten. Oder wir zerstören Vishiet. Nicht, dass jemand wüsste, wie wir das anstellen sollen. Agent, Gesellschaft. Fast geschafft. Meisterin Zorro, die Kommandantin des sechsten Prinzips. Diese hier gefällt mir bis hier am besten. Sogar jetzt kämpft sie noch.
Und was hat sie nicht für schreckliche Dinge im Namen der Republik getan? Lasst sie frei. Lasst sie alle gehen und stellt euch mir hier im Kampf. Tapfere Worte, Jedi. Aber das wird nicht geschehen. Heute nicht. Wenn diese Welt in rotem Nebel versinkt und ihr an Strömen aus Blut erstickt, werdet ihr daran denken, dass ihr jetzt die Chance hattet zu fliehen. Eine Chance, die ich euch gab. Es gibt keine Überlegungen. Nur Pflicht. Wir verschwenden hier nur Zeit. Die Waffenkammer ist sicher. Ihr geht vor, ich bleibe dicht hinter euch. Erstmal Entschuldigung dafür den Hustenkrampf gerade während des Videos. Aber ich habe mich einfach tierisch verschluckt, als ich einen Schluck getrunken habe. Es ist immer noch nicht besser. Oh Gott. Tut mir wirklich leid. Oh. So. Wir sollen jetzt hier ein paar... Ach, ich kann ja hier draufklicken. Ja. Achso. So, von hier aus sollte ich jetzt einen kriegen. Boah, den kriege ich auch nicht. Das ist doch ätzend. Da ist der eine. Okidoki. Das zweite. Guten Tag. So. Habe ich jetzt freien Blick auf das andere Geschütz da drüben? Ne. Kriege ich das hier? Ja, das hier kriege ich auch. So, 3 von 5 sind das jetzt. Oh, du Arschgeige da unten. Da ist noch einer. So. Scheißteil. Oh, ey, ich hasse es, so viele Jedis jetzt hier zu töten.
So, da jetzt noch eine Kanone. Da habe ich sie. Super. Haben wir sie. Jetzt müssen wir da hinten rein. Boah. So wirklich viel mit vorbeischleichen wird das hier, glaube ich, nichts. Aber... So. Da sollte sitzen. Und, ach Mann, ey. Ich habe gedacht, so mit dem letzten Steinchen kriegen wir sie. Okidoki. Da gehen wir aber in der nächsten Folge rein. Und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.